Kriege sind sehr einschneidende Erlebnisse, die aufgeschrieben werden, bildlich verarbeitet werden. Kriege sind, haben ein hohes Potenzial, historische Entwicklungen anzuschieben. Sie können Gesellschaften destabilisieren, aber auch stabilisieren. In diesem Spannungsfeld verläuft viel und Kriege können sehr kurzfristig sein. Kriege können aber auch langfristig sein, bis dahingehend, dass über Jahrhunderte Gesellschaften sich eigentlich immer in einem latenten Kriegszustand befinden. Es gab in den letzten Jahren eine Reihe von Versuchen, den Krieg durch die Zeiten hinweg zu bewerten und daraus auch zu erfahren, wo wir heute stehen mit unserem Verhältnis zu Krieg und Gewalt. Und in der Regel, also Stephen Pinker oder Ian Morris haben dann formuliert, dass es ein von Kriegen getragenes, gesättigtes Altertum gegeben wurde und dass die Gesellschaften immer friedlicher wurden. Das ist sehr pauschal und wir wollen uns in unserer Ringvorlesung einfach mal angucken, wo stehen wir eigentlich heute. Das beginnt in der Archäologie, in der Schlachtfeldarchäologie. Wir haben also hier seit vielleicht 20 Jahren neue technische Möglichkeiten, die es uns erlauben, auch Schlachtfelder der Antike zu finden und auszugraben und sehr konkrete Ergebnisse zu bekommen über den Ablauf solcher kriegerischer Auseinandersetzungen. Da wird der Kollege Detlef Jansen aus Mecklenburg kommen und den vielleicht aufregendsten Fundplatz überhaupt zur archäologischen Schlachtfeldforschung vorstellen. Ein bronzezeitiges Schlachtfeld mit Hunderten von Skelettresten und Waffenfunden und so weiter in Mecklenburg-Vorpommern. Ich werde selber über ein antikes Schlachtfeld, wo Römer und Germanen miteinander gekämpft haben, sprechen. Wir brauchen an einigen Punkten in der Ringvorlesung Auslotungen in die Gegenwart oder in andere Forschungsbereiche hinein, um das Potenzial genauer zu sehen, wie wir mit Krieg auch im Altertum umgehen können. Dann war es uns wichtig, aus der Ethnologie, aber auch aus der Neurowissenschaft Kollegen hier zu haben, die uns beschreiben, warum werden aus ihrer Sicht überhaupt Kriege geführt und gibt es im Gehirn eine Prädisposition, die man heute mit modernen neurowissenschaftlichen Methoden erkennen kann, die zu einer verstärkten Gewaltausübung neigt. Wir finden ein spannendes Programm, viel Altertum, aber mit Auslotungen in andere Bereiche hinein. Wir freuen uns, wenn wir Sie regelmäßig jetzt Mittwochabends bei uns begrüßen können.